Wer ist der Ralis? Wo ist er? Da ist der Pfeil. Naja, er hat jetzt schon ein besseres Zelt und alles. Und hier brutzeln statt der Skeva schon schöne Horker-Fleischstücke braten. Nun? Er hat viel mit einem Geld anzufangen gewusst, der Arsch. Nur nicht das Wesentliche. Die Togger sind hin. Wenigstens auf euch kann ich mich verlassen. Ja. Ich glaube, wir sind fast am Boden des Hügelgrabs angelangt. Doch aber nur fast. Ich werde alles tun, was ich kann, um weitere... Hörst du denn die Gregorianer nicht? Wir haben uns einen guten Namen gemacht. Aber mit genügend Gold kann ich es schaffen. Gerade so. Oh. Na klar. 5000. Scheiße. Ich weiß, dafür könntet ihr schon fast ein Haus bekommen, aber wie ich schon sagte... Das heißt fast, mein Haus habe ich gratis bekommen. ...ziemlich berüchtigt. Und Gold ist das einzige Gegenmittel gegen... Mit 5000 Septimen kriege ich 5000 Gratishäuser. Ja, ich habe das Gold, aber ich gebe es nicht gern her, weil dann habe ich es nicht mehr. Damit dürfte es klappen. Erfahrene Haudegen. Wow, schaut, er lebt wie ein Fürst. Aber nicht wie ein Drogerfürst. Das Tagebuch von Ralis Sedaris, Band 21. 22. Hey, das sollte ich vielleicht alles lesen, hä? Huh? Diese Stimmen. Ich glaube, das lese ich jetzt, hä? Huh? Ich ziehe weiter nach Solstheim, wo ich einigen Gerüchten über dieses Kolbhorn-Hügelgrab nachgehen will. Mein Auftraggeber scheint sich sicher zu sein, dass wir die Relikte von Azidal hier draußen finden werden. Ich bin mir da zwar nicht so sicher, aber solange er gut zahlt, suche ich, wo immer der alte Narr es will. Was? Ach so, der alte Narr es will. Ich dachte, der alte Narres. Der heißt so. Oh Gott, er sucht nach den Relikten von Azidal, die habe ja jetzt ich. Na, ich hoffe, er hat auch noch was anderes gesucht. Die ersten Erkundungen haben wenig gebracht, gelinde ausgedrückt. Zuerst dachte ich, ich hätte die Karte falsch herumgehalten, bis mir klar wurde, dass dort alles vollständig abgebrannt war. Ich werde so viel ausgraben, wie ich kann und vielleicht den einen oder anderen Einwohner aus der Gegend rekrutieren, um mich zu unterstützen. Ich habe zwar niemanden mehr gesehen, seit ich Rabenfels verlassen habe. Aber ich höre immer wieder Stimmen und Flüstern um mich herum. Ich muss nur herausfinden, von wem das kommt. Das sind die Gregorianer, mein Freund. Band 20. Die sind zum Glück recht kurz. Diese Ausgrabung wird eine der schwierigeren. So viel kann ich jetzt schon sagen. Ich habe mir in Rabenfels ein paar Helfer geholt, die alle behaupten, erfahrene Minenarbeiter zu sein. Aber sie sind es bestimmt nicht gewohnt, beim Graben auf Probleme zu stoßen. An Orten wie diesen weiß niemand, was vor langer Zeit dort vergraben wurde. Man muss auf alles vorbereitet sein. Leider gab es ein paar Verluste, als sich herausstellte, dass die schlafenden Toten nicht wirklich schliefen und auch gar nicht so tot waren wie gedacht. Die Operation liegt erstmal auf Eis, es sei denn, mein freundlicher Auftraggeber hat genug Geld für uns übrig, um Ersatz für die toten Arbeiter zu finden. Hey, der hat wohl damit gerechnet, dass ich seine Tagebücher lese. Jetzt spielt er hier den Mastdarm-Akrobaten. Vielleicht sollte ich auch Geld von den Schaulustigen einsammeln, die sich hier Tag für Tag über mich lustig machen. Lustig. So, hübscher Reihe nach. Meine unsichtbaren Freunde haben nicht nachgelassen und kommen immer näher. Es hat eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, dass sie sich verstecken, aber ich glaube, sie tun das, weil sie Angst haben. Man muss schon ziemlich feige sein, seine ganze Zeit mit nichts anderem zu verbringen, als einen Mann und seine Arbeit zu verhöhnen. Ihr glaubt, sie hätten wenigstens den Anstand, mich in Ruhe zu lassen? Den muss ich enttäuschen. Nicht einmal in der Nacht geben sie Ruhe. Von wem redet der da, Mensch? Schaulustiger? Ich glaube, er halluziniert. Was die Ausgrabungen... was? Wie? Was die Ausgrabungen angeht, so kommen wir wegen des Widerstandes im Hügelgrab im Augenblick nicht voran. Ich hatte gehofft, die abgehärteten Bewohner dieser Insel wären in der Lage, mit ein paar klappernden Knochen fertig zu werden. Aber da habe ich sie wohl überschätzt. Dieser Fehler wird mir nicht noch einmal passieren.
Mal sehen, was der letzte Band sagt. Wenn mein unsichtbarer Freund nicht wäre, wer ist das wohl? Dann wäre ich bestimmt schon längst über alle Berge. Ich wünschte, ich hätte früher gemerkt, dass es nicht mehr mehrere Urheber waren, sondern ein Einzelner, der in sich eine Vielzahl birgt. Oh, ein Dedra? Durch ihn habe ich das Hügelgrab endlich richtig verstanden und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als ihn zu treffen. Ich kenne das Grab jetzt in- und auswendig, jeden einzelnen Stein, als hätte ich es eigenhändig errichtet. Ja, du hast es eigenhändig ausgegraben. Oh, fast. Ich habe den Arbeitern erklärt, wie man auf die Kacheln treten muss. Aber sie sind zu ängstlich oder zu ungeschickt, um es schnell genug hinzubekommen. Aber das ist kein Problem. Nichts, was der Meister nicht lösen kann. Schon bald werden wir einander von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Naja, wahrscheinlich meint er den Azidal selbst, aber keine Ahnung. Wenigstens hat er seine Truhe nicht verschlossen. Hat er nicht, weil nichts drinnen ist. Das ganze Gold, das ich ihm gegeben habe, das hat er doch sicher nicht alles ausgegeben. Das hat er sicher irgendwo gebunkert. Wow. Ein Bergarbeiter mit einem Silberdiadem. Da ist noch ein Buch. Achso, das ist der Abstieg. Wenn Sie die Draugere nicht aufhalten konnten, wer dann? Ich. Hört mal, das kann dauern. Das stimmt, ihr habt wirklich gegraben. Ganz schön gegraben hat er. Ja, muss ich wieder auf den Kurier warten. Das macht aber gar nichts, weil wir haben noch einiges zu tun hier. Und zwar, wir haben einen Resonanzedelstein gefunden. Und den mit dessen Hilfe können wir jetzt die nächste Tür umgehen im Kagrowetz. Genau, jetzt wird gewetzt, bis das der Arzt kommt. Ich habe leider vergessen, wo Kagrowetz ist. Das ist eine Ruine, okay. Das heißt, ich brauche nur diese Dwemer-Dings anschauen. Hey, da habe ich noch was nicht entdeckt. Die Quellgewässer von Harnstrand. Der Harnstrand. Genau, da will ich hinreisen. Alles noch unverändert. Seit tausenden von Jahren. Jetzt komme ich daher. Mit meinen Resonanzsteinen. Da bin ich gespannt. Muss ich wieder erstmal hinfinden. Bei mir nicht so einfach ist. Mit meinem kleinen Orientierungshandicap. Ja, jetzt haben wir einen mehr, aber ich habe natürlich vergessen, wie die Anordnung ging. Sie haben angeordnet, heißt es gleich. Oben, unten, rechts, unten. Mitte oben, Mitte unten, rechts, unten. Das kann mir sogar ich merken. Mitte oben. Und hier noch. Jetzt kommen sicher ein paar Heinis. Klingt wie ein Kanaltag. Oh, wo ist denn sie? Sie war. Sie ist oben gestanden, während das hochgegangen ist. Oh, Scheiße. Ups! Da sind Fallen und alles Mögliche. Das hat mich jetzt etwas überrascht. Soll ich, was soll ich nehmen? Ich kann eigentlich nehmen, was ich will, weil. Nee, was habe ich denn jetzt gemacht? Links.
Habe ich noch was anderes? Blutschwinge und Seelenreißer, ja. Wieso habe ich den nicht in der Hand? Ah, jetzt. Normalerweise nimmt er den ja gleich in die Hand. Ich nehme ja sonst auch immer alles in die Hand. Oh, ich brenne. Oh, ich bin gleich hin. Sogar. Zaubertrank in Ehren. Kann niemand verwehren. Ich stelle mich in die Mitte. Bin ich sicher? Oder auch nicht? Was? Wieso brenne ich eigentlich? Kannst du mir das erklären? Oh, scheiße, schon wieder gleich hin. Schau, ich brenne. Gehärtete Sphäre. Dann härte mal das. So, jetzt hat sich's ausgehärtet. Die arme Sphäre, ich war schon ganz verhärtet. Das muss ja wehtun. Was immer hart ist. Manchmal muss man es auch schlaff werden lassen. Sonst versagt es, wenn es drauf ankommt. Das wollen wir doch nicht. Wow, ist ja ganze Arbeit. Oh, oh, wow. Bin mir nicht sicher, wo ich genau hin muss, aber geh halt mal hier hin. Könnte ich bitte was sehen? Danke, sehr nett. Au! Das war's, was sie von mir wollten. Die hätten mir keine Ruhe gegeben, bis ich nicht alle erledigt hätte. Was ich auch habe. Mit Freyas Hilfe. Will ich jetzt nicht unterschlagen. War es deine große Hilfe, ja. Was hast du in der Hand? Sieht aus wie ein Kerzenscheinzauber. Hm, vielleicht heute ein romantisches Dinner. Für uns zwei mit einem Kerzenscheinzauber. Gut, die Tür ist auf. Apropos Kerzenschein. Hier spielt die Musik. Jetzt brauche ich sicher noch einen weiteren Resonanz-Edelstein. Ja, wow. Jetzt wird es schon ein bisschen komplexer. Ist aber auch machbar. Frag mich nur, wer den letzten Stein hat. Ich zieh mal den Hebel. Ah, beständig. Oh Gott, ich hätte... Oh, ich hätte reden können mit ihr. Verdammt. Verdammt, ich hätte mit ihr reden sollen. Wäre das gegangen? Das ist jetzt doof. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt schlau war. Ja, ich glaube, hier werden wir keinen Resonanzedelstein finden. Das wäre ja doof, wenn der hier rumliegen würde. Beidhändige Angriffe brauche ich nicht. Aber ich nehme den Ring mit, der wiegt nicht viel. Er ist ein Dolch der Glut. Oh. Oh, ich will wissen, wie es weitergeht. Gleich jetzt. Das Zeichen ist leicht. Einfach ein... So wie beim... Tic-Tac-Toe. Das war wirklich keine Sphäre. Und wieso war das hier... War die Sphäre hier verschlossen? Ich glaube, es hatte irgendeine Bewandtnis. Vielleicht hätte ich sie überreden können, die Tür aufzumachen. Das kann natürlich sein. Als ich hier deinen Scheitel ziehen wollte, war es natürlich vorbei.
mit reden. Oh. Ja.